Hallo meine Lieben, ja, Cometalus wieder heute für euch da und macht den Rest Beruf und Finanz für Waage. Ja, es ist Waage dran. Ich hoffe, allen geht es gut mit dieser Phase, die wir alle durchmachen. Mundial, ne? Das ist wirklich nicht ohne. So, was ist bei Waage los? Beruf, Wert und Finanz, was ist momentan und was kommt auf einen zu? Ja? Mhm. Ist ein Kurzorakel, ja. Was momentan los ist, ja. Waage. Wie ist dein Gemüt, ja, so der ganze Sache, Waage, aber wie ist dein Gemüt? Geht bitte, wie soll ich sagen, Mond, Lunar, Sonne und Akzendant, ja, aufgucken. Ja, vielleicht ist da ein paar Botschaft für euch. Nicht an, da, wo euer Horoskop ist, ja. Oder es verteilt sich, ja. Man muss gucken, wie sich die Botschaft ergänzen, ja. Vielleicht bist du dort in Resonanz, okay, meine Lieben. Kommt Tarot. Die Karte. Martina Breitenstein. Das ist der Kästchen, drei Karten. Eine hat sich gedreht. Ui, eine hat sich gedreht. Wer ist das? Welche ist das? Da. Es ist mehr gekommen. Dann ist es so. Ja? Mhm. Okay, Waage, was ist bei dir auf Beruf- und Finanzebene? Ja? Die erste Karte. Entscheidung, Wahltreffen, Alternative, verschiedene. Ja? Wendepunkt in Sache Beruf und Finanz. Ja? Wege, unterwegs sein. Ja? Vielleicht bist du einen Beruf, hast du einen Beruf, der viel unterwegs bist. Kann auch sein, verschiedene Szenarien, eine allgemeine Legung. Beruf, mehrere Stellenangebot, Entscheidung im Beruf, zwei Berufe, Jobs. Ja? Und Finanzen, Entscheidungen sind fällig, es gibt Alternativen. Ja? Alternativen suchen. Du wirst es schaffen, ja? Vielleicht machst du eine Waage, ja? Eine Phase durch. Ja? Du wirst es schaffen, Königin der Stäbe. Ja? Du bist, kann sein, dass du eine hohe Position hast, ja, als Chefin, ja, und oder in der Selbstständigkeit bist, ja. Es braucht optimistisch und mutig, kreativ, ja, vorausgehen. Auch diese Entschlossenheit, wege ab, welche Wege, dass du gehst, ja, ganz wichtig. Und du bist der Rucksack,
Du bist momentan, kommst du an deine Grenze oder du bist überfordert mit diesem Wendepunkt, ja? Was sagen noch die Karten? Du bist skeptisch gegenüber, ja? Und sehr verschlossen, ja? Angst, ja? Verhärtete Fronten oder du möchtest etwas Neues wagen, ja? Egal, oder eine Idee, ein Projekt und du stoßt an den Muren, ja? Es ist der Wettkampf, es ist eine Herausforderung, ja. Und Achtung für Konkurrenzen, ja. Du musst echt in deiner Mitte sein, ja, für diesen Schritt zu machen. So merke ich das, ja. Und du wirst es schaffen. Diese Karte zeigt, du wirst es schaffen. Sei mutig, ja. Und kann auch sein, dass das da jemand repräsentiert, ja. Ich habe das Gefühl, vielleicht traut er nicht, ja, traut er nicht, dass du das schaffst, ja. Aber still steht, geh vorwärts, wähle deinen Weg, ja. Es ist ein Wendepunkt, ja. Entscheidungen müssen getroffen sein, ja. Ein totaler Realist, alles in Frage stellen, misstrauisch sein, ja. Ein Skeptiker, ja. Aber geh vorwärts, du musst mutig sein, du wirst es schaffen. Es wird ein Kampf sein, ja. Ein Kampf wird es sein, ja. Und, aber es kommt Verträge, hier steht ja, die Waage ist auch Verträge. Es kommt, du wirst es schaffen, du wirst es schaffen. Magie, ich manifestiere Wunder. Wow, ja, es wird, du wirst es schaffen und Magie ist auf deiner Seite, ja. Und ich mache nur eine hier, was du musst wirklich, hier mag ich noch diese Person hier, ja. Er ist total skeptisch gegenüber das Ganze, ja. Vielleicht ein neues Projekt, eine neue Idee, ja. Und kann dein Chef sein, ja, etwas höher als du. Oder jemand, der da nicht mitmacht oder das Gefühl hat, die Worte raus. Ja, so Spiri, atmen, aufatmen, aufatmen. Du wirst es schaffen, okay? Noch eine Bitte. Du wirst es schaffen, ja. Ja. Es ist eine Phase der Entfaltung, ja. Das ist dieser Wendepunkt, ja. Das ist dieser Wendepunkt, ja. Und dieser Mensch macht da nicht mit, ja. Du kommst auf verhärtete Front. Aber bleib in deiner Mitte, ja. Sei mutig, bleib in deiner Mitte, entschlossen, ja, das durchzuziehen. Weil es steht ja, du wirst es schaffen und Wunder ist auf deiner Seite, ja. Ganz, 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 ganz. Und es kommt, schau mal die letzte Karte. Überraschung. Fröhliche Überraschung. Du wirst es schaffen. Okay, Waage? So, meine Lieben, das war Waage. Es kommt nachher Skorpion. Bye.